Hallo, Vienna Calling. Hallo, ich bin die Sandrina und mein Team und ich, wir würden euch wirklich, wirklich sehr, sehr gerne herzlich hier in Wien begrüßen beim Safe Stay Hotel. Und wir Wiener, wir mögen ja, wie ihr ja alle wisst, essen und trinken sehr gerne. Und ich würde euch jetzt gerne ein paar Tipps geben, damit ihr wisst, was ihr gleich machen könnt, wenn ihr in Wien ankommt. Von den vielen Tipps gesprochen, die man in Wien haben kann. Und wenn man, ich habe mir also drei ausgesucht. Und wenn man jetzt von unserem Hotel weggeht, dann kann man in 15 Minuten das Zentrum erreichen und dann spaziert man einfach durch den Naschmarkt durch. Und dieser Naschmarkt hat, außer dass man Früchte und Fleisch und solche Sachen kaufen kann, hat natürlich auch ganz viele Bars und Restaurants. Man kann wirklich alles essen, von indisch, asiatisch, bis hin zu den Fischen, frische Fische, die gebracht werden von den verschiedenen Seen und so weiter. Und von den Preisen her ist es also von ganz unten Streetfood-typisch bis hinauf zum High-End. Und wenn man dann mal im Zentrum ist, muss man unbedingt eins der besten Schnitzeln kosten. Und zwar gibt es das im Restaurant Schaden und Meißel. Das ist zwar ein bisschen, würde ich vom Preis her sagen, höher, aber das Schnitzel ist riesig, riesig groß. Und wer kein Schnitzel möchte, der muss halt ins Schweizerhaus gehen. Das Schweizerhaus ist in Prater, wo natürlich das Riesenhaut steht. Und da bekommt man eine knusprige Stelze. Die muss auch unbedingt gekostet werden. Gut gegessen haben, dann müssen wir auch trinken. Wir Wiener trinken ja auch sehr gerne und das wissen, glaube ich, auch alle. Und man kann natürlich im Schweizerhaus neben der Stelze auch wunderbares Bier trinken. Die Österreicher sind zwar nicht so gut beim Bier, aber trotzdem, der Biergarten ist echt super und man kann auch zusehen, wie die jungen Damen die heftigen Krügeln tragen und das Bier servieren. Aber wer lieber Wein trinkt, der fährt natürlich nach Grinzing. Grinzing ist unser Bezirk, unser Weinbezirk und da sind die ganzen Heurigen, wo man sämtliche Weine aus den verschiedensten Regionen durchprobieren kann. Und zum Schluss muss man natürlich alles verdauen und da geht man am besten wieder zu uns zurück ins Hotel in Safe Stay Vienna und da haben wir eine Schnapsbar, eine österreichische Fruchtschnapsbar von Marille über Kirsche hin zu Vogelbeere. Wir haben jeden Schnaps, der zum Verdauen hilft. Und dann wünschen wir euch eine erholsame gute Nacht und wir freuen uns schon sehr, euch bei uns begrüßen zu dürfen. Nach all dem Essen und Trinken muss man noch einige Aktivitäten machen. Wie ich schon erwähnt habe, kann man zu Fuß in das Zentrum laufen und dann entweder zu Fuß oder mit der Tram die Innenstadt besichtigen. Es gibt da ganz viele Monumente, wie zum Beispiel das Rathaus oder das Parlament, das Burgtheater, die alte Universität. Und das Ganze ist um einen Park herum, wo man wirklich sich auch erholen kann und in Ruhe durchspazieren kann. Von dort sollte man auf jeden Fall Schönbrunn besichtigen. Schönbrunn war die Residenz der Kaiser vor vielen, vielen Jahren, ist ein riesengroßer Park mit schönen, schönen Blumen und hat auch einen Zoo, der natürlich bei Kindern sehr, sehr beliebt ist. Und auch hier kann man einen wunderschönen Tag verbringen, draußen bzw. auch drinnen im Zoo. Und der absolute Höhepunkt ist natürlich der Prater für Groß und für Klein. Das ist unser Entertainment-Park und da gibt es Hochschaubahnen, Geisterbahnen. Auch für die ganz Kleinen gibt es hier Ponyreiten bzw. auch Autofahrten zu machen, wo sie ganz selbstständig da durch können. Und es ist ein wunderschöner Tag, den man im Prater verbringen kann mit der ganzen Familie oder auch mit Freunden. Ja, und dann muss man ja doch auch noch bedenken, dass man eigentlich mitnehmen sollte ein Selfie, weil man muss ja jedem beweisen, dass man eigentlich auch wirklich in Wien war. Und da würde ich also zunächst einmal natürlich das Riesenrad empfehlen, entweder davor oder man steigt einfach ein und versucht ein tolles Selfie zu machen. Das zweite ist natürlich Schönbrunn.
schon Brunn, wenn man eine Tour drinnen macht, da findet sich sicher auch das eine und das andere Plätzchen, wo man ein tolles Selfie machen kann, auch für Instagram natürlich. Und das dritte Empfehlenswerte ist die Stephanskirche direkt im Zentrum und da sind natürlich unsere Fiaker. Die Pferde sind ganz lieb und ganz nett und ich bin sicher, die haben auch nichts dagegen, wenn man da mal ein Selfie macht. Vielleicht setzt ihr euch ja auch hinein und macht eine Rundfahrt. Also ich hoffe, ihr habt viel Spaß.